Ich darf Sie sehr herzlich an diesem Sommerabend in Friedensau begrüßen und auch an den Bildschirmen ein herzliches Willkommen zum Ausklang eines musikalischen Duetts. Lea Jelinek und Melanie Barr, die uns zu diesem Konzert eingeladen haben. Und da bitte ich um einen kleinen Applaus. Mein Name ist Annegret Hartlapp und ich darf Sie heute durch den Abend begleiten. Begrüßen möchten wir nicht nur die Zuschauer hier in der Kapelle in Friedensau, sondern auch alle, die sich über YouTube oder Friedensau TV hier heute dazugeschalten haben. Wir freuen uns, dass wir auf diese Art und Weise zahlreich daran teilhaben lassen können, was wir hier in Friedensau kulturell auf die Beine stellen mit so begabten und wunderbaren Musikerinnen. Für die Gäste hier im Saal gibt es noch ein paar Kleinigkeiten zu berücksichtigen. Bitte tragen Sie die Maske, sobald Sie sich von Ihrem Platz entfernen. Auf Ihren Plätzen hatten Sie kleine Programmhefte ausliegen, die schon so ein paar Informationen zum heutigen Abend geben. Ich möchte Sie aber auch noch auf eine kleine Pause von etwa 10 Minuten aufmerksam machen, in der ungefähr Hälfte des Programms. Der Abend begann mit einem Stück des englischen Komponisten Henry Purcell. Wir hörten das Adagio und das Allegro Moderator der Sonate in G-Moll. Purcell lebte ein kurzes, sehr bewegtes Leben und schrieb darin zahlreiche Stücke. Die Insider des Purcell gehen aber davon aus, dass es noch eine große Vielzahl an Fragmenten gibt, die noch gar nicht entdeckt wurden. So viel ist aber sicher, wir befinden uns in der Zeit des Barock. Das können wir unter anderem daran erkennen, dass Melanie am Cembalo begonnen hat. Und wir gleiten auch direkt weiter barock durch den Abend mit dem Menuett von Georg Friedrich Händel. Thank you.
Friedensau ist ein besonderer Ort. Das dürfte zumindest den hier Anwesenden im Saal doch sehr bewusst sein. Hier lebt man recht intensiv miteinander und füreinander. Und auf besondere Art und Weise darf man das über die beiden Studentinnen, Melanie und Lea, sagen, die uns die letzten Jahre auf ganz besondere Art und Weise musikalisch bereichert haben. So ist es auch Ihrem Engagement zu verdanken, dass wir diesen Abend heute gemeinsam erleben dürfen. Wenngleich der Anlass ein doch etwas wehmütiger ist und wir die beiden bald schon ziehen lassen müssen. Melanie wird noch im Sommer mit ihrem Mann nach Wasserburg gehen und Lea folgt ihr dann in die große weite Welt ab Februar. Geehrt wurde das musikalische Engagement der beiden unter anderem durch den Herbert Blomstedt-Preis, mit dem sie ausgezeichnet und gewürdigt wurden. Ein absoluter Höhepunkt, den sie für sich erleben durften und, wie auch ich finde, eine ganz besondere Wertschätzung für euch. Um bei Höhepunkten zu bleiben, schreitet der Abend musikalisch voran mit dem wohl bekanntesten und bedeutendsten deutschen Komponisten, Johann Sebastian Bach. Und seinem Arioso aus der Kantate »Ich stehe mit einem Fuß im Grabe«. Daran anschließend hören wir ein fröhliches und fast schon amüsantes Allegro des Komponisten Joseph Hector Fiocco. Wohlgemerkt das erste Stück, was die beiden hier gemeinsam gespielt haben, so wie ich die Geschichte Revue passieren lasse, wohl nach einem Treffen im Winter 2018, organisiert von unserem lieben Sebastian Kuhle, um einfach mal alle Musiker zusammenzubringen. Nun, Melanie hatte die Noten dabei, Lea anscheinend noch eine Hand frei und zack, wurde Musikgeschichte geschrieben. Ich weiß auf jeden Fall von den beiden, dass das Allegro, was wir nach dem Stück von Johann Sebastian Bach hören, ganz viel Spaß macht und wünsche ähnlichen Spaß auch Ihnen beim Hören. Thank you.
Das hat Spaß gemacht, dankeschön. In einer Sache darf ich mich heute Abend vor Ihnen outen. Ich liebe Geburtstage. Schon auch die von anderen, aber eigentlich tatsächlich meinen am allerliebsten. Und bislang habe ich es zu einer Geburtstagswoche geschafft. Eine ganze Woche, in der ich nur Dinge tue, die ich am liebsten tue, in der ich gutes Essen esse. Aber ich sage Ihnen was. Eine Sache, da ist mir die britische Königin Anne bereits im Jahr 1713 voraus gewesen, nämlich ein eigens komponiertes Werk zum Geburtstag. Wir hören daraus die Arie mit dem prächtigen Namen Eternal Source of Light Divine und damit das erste Stück des Georg Friedrich Händel in England. Nun, das Ganze aus einer völlig neuen Perspektive. Sie sehen, die Bühne ist leer, nämlich von der Orgel. Übrigens, weil Händel sich in der englischen Sprache ganz zu Beginn seiner Zeit in England noch nicht so ganz sicher war, orientierte er sich an Henry Purcell. Der aufmerksame Konzertgast wird sagen, Henry Purcell, damit haben wir diesen Abend doch begonnen. Und Händel dachte sich, nun, wenn ich mich an Henry Purcell halte, dann kann mir eigentlich nichts passieren. In der Nutzung von Worten, in der Melodie und im Klang der Worte, die er verwendete, richtete er sich nun eben nach diesem Purcell. Nun, heute Abend ganz ohne Worte, an der Orgel Melanie Barr, an der Violine Lea Jelinek, und ich wünsche Ihnen ganz viel Freude. Thank you.
Ja, auf dem Weg von der Orgel hierunter zurück zu uns darf ich kurz auf die musikalische Vielfalt der beiden eingehen. Neben den Tasten an Orgel, Klavier und Cembalo beherrscht Melanie nämlich auch die Saiten des Cellos und beiläufig wohl auch Querflöte, Gitarre und sogar Mundharmonika. Ihr Kommentar dazu, na eben alles, was man am Lagerfeuer so braucht. Tja, auch das ist Friedensau. Lea hält sich da an die Saiten der Violine und Bratsche, unterrichtet darin sogar hier im Ort. Und wie passend ist das nächste Stück vom König der Geigenschulen, von Ferdinand Küchler, dem auch ich in meiner 11-jährigen Geigenkarriere nicht entweichen konnte. Heute ist es mir aber eine besondere Freude, bei dem im Barock so üblichen dreistöckigen Werk Küchlers nicht angespannt und zitternd spielen zu müssen, sondern voller Freude, euch dabei zuhören zu dürfen. Danke. Nach dem Stück haben wir eine kurze Pause von etwa 10 Minuten und ich erinnere Sie hier noch einmal kurz daran, die Maske aufzusetzen, während Sie sich hier im Raum bewegen. Und alle, die uns über YouTube zugeschaltet sind, bleiben einfach im Link und sind dann in 10 Minuten wieder hier, wenn es weitergeht mit Lea und Melanie. Thank you.
herzliches Willkommen zurück zum zweiten Teil des heutigen Konzertabends mit Lea Jelinek und Melanie Barr. Der aufmerksame Konzertgast hat ganz bestimmt den Titel des heutigen Konzertabends parat. Ja, an die Musik. Ich habe gesehen, das ist hier bei ganz vielen direkt aufgeploppt. Bei Ihnen zu Hause sicherlich auch. Schön, dass auch Sie wieder mit dabei sind. Nicht nur ist es das konzertante Motto an die Musik, sondern auch der Titel des folgenden Stücks. Vom Liedermacher seiner Zeit, möchte man sagen, von Franz Schubert. Eines der wohl bekanntesten seiner 700 Lieder. In seiner gerade mal 39-jährigen Lebenszeit 700 Lieder. Dieser Schubert, ein Liedermacher, sondersgleichen. Wir starten mit dem Loblied auf die Kunst in diesem zweiten Teil. Und der Text dafür, weil wir es ja heute nur mit einer Violine und einem Klavier zu tun haben, der kommt jetzt schon vorgeschoben einmal von mir. Du holde Kunst, in wie viel grauen Stunden, wo mich das Leben wilder Kreis umstrickt, hast du mein Herz zu warmer Lieb entzünden, hast mich eine bessere Welt entzückt. Oft hat ein Seufzer deiner Harf entflossen, ein süßer, heilger Akkord von dir, den Himmel besserer Zeiten mir erschlossen. Du holde Kunst, ich danke dir dafür. Mit diesem Lied beginnen wir also gleich den zweiten Teil dieses Abends und im Anschluss an die musikalische Lobeshymne ein etwas weniger bekannte Sparte des Schubert, ein Marsch. Der erinnert schon fast so ein bisschen an Salonmusik der 30er Jahre und ja, darauf dürfen Sie in jedem Fall gespannt sein. Viel Freude mit Schuberts Ode an die Musik und danach dem Marsch Heroik. Thank you.
Nun bewegen wir uns wieder ein ganz klein bisschen ins europäische Ausland, nach Tschechien. Für die Moderation durfte ich auf exzellente Zuarbeit der beiden Musikerinnen vertrauen und zurückgreifen. Dabei ist mir ein Kommentar aufgefallen zu dem nun folgenden ersten Stück aus den romantischen Stücken von Antonín Dvořák. Titel scheint etwas langweilig. Und in der Tat hatte es Dvořák wahrscheinlich nicht so mit der Namensfindung, jedenfalls nicht mit der kreativen seiner Stücke, so lästerten jedenfalls auch seine Freunde und Kollegen. Nun, ich glaube, hier in Friedensau hätte er sich wahnsinnig wohl gefühlt. Er galt als bescheidener, umgänglicher Familienmensch und Naturliebhaber, geprägt von einer tiefen Spiritualität. Verzeihen wir ihm also diese vermeintlich einfache Namensgebung und doch klare Betitelung seiner Werke und hören wir gleich hinein in seine romantische Sicht auf die Welt und das erste Stück aus den romantischen Stücken von Antonín Dvořák. Anschließend wird's tänzerisch mit einer Gavotte vom französischen Komponisten François-Joseph Gossec. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, Vorsicht, ich habe Sie vor einem Ohrwurm gewarnt. Thank you.
Ja, ich habe das ja gesagt. Viel Spaß mit dem Ohrwurm dann später, zum Ende des Abends. Übrigens war die eben gehörte Gavotte ein Notenfund aus der Bibliothek Friedensau. Und ich darf an der Stelle erwähnen, dass selbige sich sehr über Notenspenden freut. Und jetzt kommt ein galanter Übergang apropos Spenden. Begrenzen sich meine Möglichkeiten, darauf hinzuweisen auf die letzten beiden Moderationen, weshalb ich Sie jetzt schon freundlich darauf aufmerksam machen möchte, dass Ihre heute Abend getätigte Spende der musikalischen Arbeit Friedensaus zugutekommt. Und wenn sich unsere Zuschauer über YouTube oder Friedensau TV fragen, wie könnte ich denn da spenden, blenden wir das jetzt natürlich noch einmal wunderbar ein. Einfach mit dem Hinweis Musik über die Hochschulstiftung. Alle Informationen über die Einblendung, die Sie jetzt gerade sehen müssten. Sie hören nun eines der letzten Stücke des heutigen Abends mit dem Namen Lisette, geschrieben vom italienischen Geiger, Lehrer und Komponisten Guido Papini. Das Stück Lisette stammt aus einer Zusammenstellung aus 6 Stücken, die übersetzt so viel wie leichte Abendgesellschaften oder Kinderabende heißt und sonst noch so Stücke beinhaltet wie In den Bergen oder aufgepasst, Der kleine Mauleseltreiber. Es könnte also heiter werden, nun erstmal mit der walzertanzenden Lisette. Thank you.
Ja, mit Lisette im Ohr möchte ich einen zweiten und damit auch letzten charmanten Aufruf zur Spende zur Unterstützung der musikalischen Arbeit hier in Friedensau gern an Sie weitergeben. Sie hier im Saal sind eingeladen, das am Ausgang des Konzertes zu tun. Die Zuschauer zu Hause bekommen an dieser Stelle noch einmal eine wunderbare Einblendung, um ihre Unterstützung, ja, zu teilwerden zu lassen. Und damit Einblendungen dieser Art überhaupt möglich sind, genauso wie ein Bild, ein Ton, das übertragen wird, das bei Ihnen zu Hause ankommt, braucht es ein geniales Technikteam. Wir danken an dieser Stelle Friedensau Media für den Einsatz hier beim Konzert und die tolle Möglichkeit, einfach noch so vielen Menschen auch über die Kapelle hier hinaus, so ein wunderschönes Konzert, ich hoffe, Sie pflichten mir bei, in die Wohnzimmer dieser Welt zu streamen. Besonderer Dank. Ja, danke. Besonders darf ich an dieser Stelle Matthäus Volanin, den Leiter dieser Arbeit, benennen und danken. Obrigado, lieber Matthäus. Für die Unterstützung hier vor Ort, was so Sachen wie Eingang, Notenblättern und ein freundliches Lächeln zwischendurch angeht, ein herzliches Dankeschön an Itje. Danke an dich. Auch dem musikalischen Motivator hier am Ort und an der Hochschule, Sebastian Kuhle, für die jahrelange Begleitung und Unterstützung im Namen von Lea und Melanie ein ganz, ganz herzliches Dankeschön und ein großer Applaus. Sebastian Kuhle. Und natürlich unseren beiden Musikerinnen des heutigen Abends von Herzen, aus meinem, ich denke aus vielen anderen auch. Ja, und allen, die zugeschaut und zugehört haben, ein kräftiger, ganz besonderer Applaus für Lea und Melanie. Lea Jelinek an der Violine, Melanie Barr am Cembalo, an der Orgel und am Klavier. Die beiden verabschieden sich musikalisch mit einer wahren Liebeserklärung. Arc Loris von Reinaldo Hahn. Die Übersetzung dessen stelle ich Ihnen einfach mal hier in den Raum und da darf jeder ganz selbst hineinfühlen. Wandern die Gedanken hin zum Liebsten nach Haus, an den Sommer in seiner Pracht oder die erste große Liebe. Oder eben ganz getreu dem Motto, die Liebe an die Musik. Wenn es wahr ist, dass du mich liebst und ich höre, dass du mich sehr liebst, dann glaube ich, dass nicht einmal Könige ein solches Glück haben wie ich. Wie ungelegen käme der Tod, würde er kommen und mein Glück eintauschen gegen himmlische Freude. Alles, was man über Ambrosia sagt, beflügelt meine Fantasie nicht so sehr wie der Zauber deiner Augen.